Rebecca Gmeiner, wir sind heute bei dir im Pragerzer Wald. Du hast für uns ein Weihnachtsmenü zusammengestellt. Was gibt's denn heute? Ja, ich habe euch heute eine Süßkartoffelmandel-Orangensuppe vorbereitet. Dann habe ich als Hauptgang einen Semmelknödel-Gugelhupf und ein Rindfilet vorbereitet. Und als Nachtisch noch ein Lebkuchenmus mit Glühweinkirschen. Wie kommst du denn immer wieder auf die besondere Idee? Ja, ich bin jemand, ich probiere sehr gern immer wieder verschiedene Sachen aus. Ich mag es sehr gern, wenn verschiedene Gewürze im Spiel sind, wenn verschiedene Gemüsesorten ausprobiert werden und einfach ein lebhaftes Menü zusammengestellt wird. Was fällt denn dir noch so auf die Schnelle ein, was ein bisschen Abwechslung ins Weihnachtsessen bringen kann? Also man könnte zum Beispiel eine Gemüsesuppe machen und dann mit Polenta-Sternen zum Beispiel die Einlage machen. Oder man könnte weihnachtliche Keksausstecher verwenden, einen Nudelteig machen und sich so einen ganz tollen weihnachtlichen Nudelsalat zubereiten. Oder was auch immer ganz nett ist und einfach zubereiten wäre, wäre ein Gemüsestrudel, gerne auch mit Schinken oder Speck drin, wenn man es mag. Eine gute Kräutersauce dazu, einen Salat dazu und dann hat man ein ganz gutes Weihnachtsessen. Zum Schluss hast du uns noch ein kleines Aperitif vorbereitet. Was gibt es denn da? Ich habe euch da einen weihnachtlichen Apfel-Zimt-Trink vorbereitet. Und zwar ist da ein weißer Lillet, Mineralwasser, Tonic Water und naturtrüber Apfelsaft drin. Und natürlich am Schluss noch ein Thymian und ein bisschen Zimt.